So, und damit ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Let's Play-Projekt. Für die, die es nicht kennen, es heißt Dungeons und ich habe es schon selbst mehrfach durchgespielt und würde sagen, beginnen wir einfach mit einer neuen Kampagne. Ich muss mich beeilen und den Meister warnen, bevor es zu spät ist. Wie üblich wird er auf seinem Kristallthron in der unteren Ebene sitzen und nichts tun. Also... Ja, das meiste ist jetzt hier Tutorial. Deswegen überspringe ich das jetzt erstmal. Weil... Ja, sonst wird die erste Folge sehr langweilig. Weil der Sack hier dauernd überall reinquasseln. Und das ist ja nun echt nicht gerade das. Hören denn diese Tunnel nie auf? Naja. Ah, das geht echt nicht. Boah. Das ist ja noch langweiliger als gedacht. Wunderbar. Aha, deutlich endlich mehr über. Ja. Aber ich muss sagen, sehr gut. Ich könnte diesen Typen hier echt mit der Fee aus Legend of Zelda vergleichen. Ist auch so ein bisschen aller. Hey! Hey, listen! Euer treuer Diener hat euch sicher. Naja. Den Hauptteil der Story werde ich natürlich weiterlaufen lassen. Ah, geschafft! Meister, ich, euer treuer Diener, Mr. Sidekick, wollte euch warnen. Eure verräterische und hinterhältige Freundin Calypso plant euch zu stürzen. So plane ich das? Ich lasse dich nun allein mit deinem kleinen Spielzeug, mein Honigküchlein. Ich muss mich noch um meinen Dungeon kümmern. Honigküchlein. Meister. Irgendwie krieg ich Hunger. Ich bin untröstlich. Offensichtlich wurde ich falsch informiert. Bitte verzeiht mir. Tja, meinetwegen kann sie sich verziehen, ich meine. Ich brauche ja eigentlich nichts. Meister! Zum Angriff! Ah. Meister! Meister! Euer Indi. Tja. Und so beginnt der Kampf eigentlich. Oh ja, stimmt, ich muss ja hier noch ein paar setzen. Oh ja. Oh, hier ist dazu. Ah, jetzt komme ich raus. Oh, dieser Thron ist mir scheiß kalt. Viel zu kalt. Ja. Yeah. Komm, ich gehe jetzt mal ein paar abschlachten. Ja. Ich finde den Namen Mr. Sidekick allerdings auch sehr unterhaltsam irgendwie. Ich meine, wer hat sich den Namen ausgedacht? So ein Einbeiniger, der Mr. Sidekick heißt, das ist nicht etwas geschmacklos. Ich lasse ihn hier mal noch weiter kämpfen. So. Ah, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt einfach mal hier hin wegen der Flucht.
Meinetwegen reiße ich die alle in Stücke. Erst klar. Und ich würde sagen, ich rüste mich jetzt schon aus für den ganzen Schrot, der noch kommen wird. Das einmal hier hin, dann das und dann das. Also leicht ist es allemal, muss ich sagen. Wenn nur nicht dieser Kobold da die ganze Zeit wäre. Meister, wir haben es geschafft und konnten fliehen. Allerdings ist euer Thron verloren. Und ihr seid nicht mehr der Fürst der Unterwelt, sondern nur noch Dungeon Lord der Katakomben. Aber keine Angst, Meister. Wir kriegen euch schon wieder auf die Beine und dann werden wir euch einen Weg zurück auf den Thron bahnen. Bevor es soweit ist, werdet ihr aber erst einmal neue Kraft und Macht sammeln müssen. Kalypso hat euch so viel Geld geflüchtet, aber sie ne? Wird sich nicht lange auf eurem Thron erfreuen. Komm. So, und dann fangen wir auch gleich mit der nächsten Mission an. Meister, ich denke, Meister. Und das hier ist ein pures, und ich meine damit wirklich pures, Tutorial-Level. Und es ist so langweilig, wenn ich das echt quasi durchrennen muss. Natürlich versuche ich alles hier zu gewinnen, was ich gewinnen möchte. So, erstmal das einnehmen. Dann. Ah, jetzt muss ich hier natürlich nochmal ausrüsten. Ah, geht doch nicht. Naja. Oh, meist. Nee, ich brauch echt so einen kleinen Goblin. Och, seh nur Mais Grab. Ja, du, komm. Hier. Da, mach das. Oh ja, okay, der soll graben. Oh, jetzt arbeitet er daran. Finde ich auch klasse. Ausgezeichnet. So, das ist getan. Dann. Ich da schon mal bereit und ja, geh gleich mal hier hin. Ja, wobei, das brauche ich ja gar nicht. Meister. Ja, ich habe eine Herausforderung abgeschlossen. Wuhu. Und da kommt der erste Held.
Lassen wir ihn. Oh, seht nur. Erstmal da arbeiten. Lassen wir ihn den Dungeon erkundigen. Ja, die will ja nur Gold. Genau. So, rufen wir noch einen Goblin. Bei Goblins kann man echt nie genug haben. Das ist zu stark. Das glaube ich eher nicht. Ah, ne, wo war das? Ah, jetzt muss ich mal schauen. Jetzt muss ich mich wieder einfinden hier. Oh Moment, ja, die kann ich ja jetzt schon abschlachten, weil die ist ja schon fertig. Ah, es gibt. Na ja, komm, du machst es jetzt so. Es sieht aus, als würde der Rock abrocken wollen und so. Man muss das Teil hier schlecht gesetzt worden sein. Ausgezeichnet. Wenn ihr euch umseht, bemerkt ihr sicher diese dort stehende Schatzkiste. Leider ist sie noch allerdings. Tja. Ich beginne einfach mal hier ein Riesenverlies draus zu bauen. Und ich gehe mal hinten noch die Kiste zerstören, weil das eine der Missionen ist. Quasi. Meister! Na, dann gehe ich mal hier hin. Das sind zwei Stück sogar. Oh nein, du gehst nicht, kleine Biatch. Ich werde dich zuerst platt machen. So. Ah, dafür bräuchte ich erstmal diese Knete. Und die kriege ich von denen. Ach Moment, hier ist ja auch noch Geld. Oh, und schon ist das Geld wieder flöten. Und da ist es wieder.
Meister! Tja. Das könnte ich machen. Hier hinten ist ja auch noch was zum Einnehmen. Wo war das? Ah, hier Missionsübersicht, genau. So, der Zwietracht finden, okay. So, dann übernimmst du das jetzt mal. Dann habe ich hier noch so einen riesigen Bereich mehr. Und ich würde sagen, hier hinten kommt jetzt auch noch so ein Pentagramm hin. Ah, Meister, der alte Knochensack, manchmal auch Zombie-König genannt, scheint sich zu melden. Darf ich euch daran erinnern, dass dieses alte Gerippe zumindest vorübergehend, bis ihr genügend Macht angesammelt habt, euer Vorgesetzter ist. Habe ich gut geschlafen? Oh, wo sind denn meine Skelette? Eben waren sie doch noch da. Meister, da sind ein paar unfreundlich dreinblickende Skelette gerade in euren Dungeon gestiegen. Und jetzt? Wirklich? Meister, es wird ein... Das ist dein Ernst, ihr müsst ja alles kommentieren hier. Tja, dann gehe ich jetzt einfach mal schnell zum Dungeon. Jetzt zurück. Meister! Oh. Ah. Naja, lassen wir sie gehen. Ein Held konnte eurem Dungeon entkommen, Meister. Soll's. Kommt halt vor. Ich meine, die nächsten, die schlachte ich dann wieder ab. Da. So, machen wir das nächste Tor noch auf. Oder liegt es nicht in meinem Einflussbereich? Ah, doch, hier. Komm, die schlachte ich mal ab. Ich brauche nämlich das Geld. Ah, wobei. Erfahrungspunkte. So. Ja, leider ist der erste Part hier echt ein bisschen langweilig. Oh, da ist ja wieder einer, die will raus. Ist es dein Ernst? Ist das dein Ernte? Mein voller Ernte. Tja. Ja, eigentlich wollte ich ja die hier abschlachten und nicht den hier. Hm. Seht nur, Meister. Ein Goblin ist gerade dabei, den Schatzhaufen aufzufüllen. Ich denke. Ach nee. Den Eingang öffnen. Boah. Ich hätte es ja gar nicht gedacht. Komm, den machen wir mal weg. Den setzen wir ein bisschen um. Und dann gehe ich mal hier noch die Tür öffnen.
hinten. Oh! Ach ne, die Saat der Zwietracht. Heiliger Bimbam. Wow, und schon hat er seine Quest erfüllt. Yay. Klasse. Ich glaube, ich gehe einfach mal hier hinten hin. Dem Zombie-König sind wieder ein... Ach, warte mal. Ich lasse ihn einfach mal hier hingehen. Und... Eventuell... Sollte ich eine Abkürzung einrichten oder so? Wieder hier einfach mal langsam durch den Dungeon hüpft. Naja, Fähigkeiten habe ich ein paar. Dann kommen wir erstmal hierzu. Was brauche ich denn? Die Fähigkeit macht euch zu wahren Paradekünstler und verbessert eure Beteiligung. Höhere Fertigkeitsstufen erhöhen eure Verteidigung noch weiter. Ah, Moment. Irgendwas wollte ich hier machen. Besser bekannt als Mauszeiger. Tja. Ein neuer Spruch. Fangen wir hiermit mal an. Zur Verfügung. Ja, das passt. Und dann würde ich hier mal anfangen. Das hier setze ich jetzt mal hoch. Dann gehen die ganzen Trötel noch schneller plöppen. Dann setze ich hier nochmal was hin und dann gehe ich mir hier die Saat der Zwietracht holen und beende somit das Level. So, das habe ich. Das habe ich. Okay. Erfüllt. Exzellent! Mit der Saat der Zwietracht wird... Tja, und fertig. Genau rechtzeitig für das Ende des ersten Parts. Ich wünsche euch noch viel Vergnügen mit meinem restlichen Let's Play und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.